Jaden, Noah, Shane. Ja, ja. Lass ihn nach unten gehen. Super. Nein, den brauche ich. Shane, bleib hier. War ich nicht. Das war ein böser Zwillingsbruder. Au. Au. Die dürfen mich jetzt eigentlich nicht durchsuchen. Ich brauche eine neue Wärteruniform. Der Rest ist unwichtig. So. Bleichmittel ist kein Problem. Ich brauche Tinte. Ich habe Tinte. Au. Warum? Ich will doch nur nett essen. Lass mich in Ruhe. Ich muss meinen Job machen. Lass mich in Ruhe. Bleichmittel kriege ich hier. Ich brauche noch von irgendjemandem die Kleidung. Möglichst sauber. Die schadet ja eigentlich auch nicht. Und das schadet auch nicht. Ah, besser. Ich brauche meinen Mob wieder. Den nehme ich auch mal mit. Ich muss irgendjemand nochmal niederhauen. So, mit dem Kamm und dem Mob brauche ich ja auch. Ja, ja, ja. Eingangsschlüssel, da kommen wir auf jeden Fall schon mal raus. Das ist schon mal viel wert. Selbstgebautes Los. Ja, toll. Ich mache jetzt erstmal meinen Job. Muss noch irgendeiner muss hier noch verdroschen werden. Dann brauche ich noch eine. Oh. Hier läuft jemand nackt rum, da sollte jemand was dagegen tun. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Ich darf die Sachen nicht im Klo lassen über Nacht. Das war eine schlechte Idee. Vor allem brauche ich jetzt auch ein neues Panzertape, fällt mir gerade ein. Ich glaube nicht, dass ich so einfach da unten rauskomme. Wärteruniform ist eigentlich recht einfach, weil Bleichmittel findet man häufiger. Tinte eigentlich auch. Es geht. Ist nicht so schwer zu kriegen, die Wärteruniform. Aber wir müssen uns ja auch noch rausschneiden. Nix für uns. Schade. Ich mache hier noch meinen Job. Danke. So, was brauchen wir jetzt eigentlich gerade nochmal? Ich hab's vergessen. Eine Wärteruniform kann ich machen. Okay. Ach ja, richtig. Einmal Panzertape und Ducktape. Brauchen Panzertape und Pfeilen. Hast du zufällig ein was von beiden? Ein Feuerzeug eigentlich gut, aber. Nee, warte mal. Könnte ich nehmen. Könnte ich auch nehmen. Wenn ich mal da bin. Ich bin gerade gut drauf, weil jetzt muss ich bloß noch diese blöde... Stillgestanden. Ich mache mal lieber nichts. Ich halte mich unauffällig. Okay, ich bin nicht dabei. Trotzdem muss ich die Wärteruniform und die Schlaftabletten loswerden. Die Essensrationen werden rationiert. Die Regeln sind da, um eingehalten zu werden. Ja. Wir haben gut dafür bezahlt, euch auf Linie zu halten. Jemand hat den Stuhl des Gefängnisdirektors herumgemacht.
Wir haben von den Ausbruchmunkeln gehört. Wir sollten euch allen das Genick brechen. Juhu, Freizeit. Brecht uns nach der Freizeit das Genick. Okay, ich brauche das. Das alles zum Ausbrechen. Ich brauche aber noch mehr... noch mehr Pfeilen und ein bisschen Panzertape. Haben wir das Panzertape? Fehlen bloß noch Pfeilen. Und noch ein bisschen mehr Panzertape. Bin auf das letzte schon mal gespannt. In Dokumenten auszubrechen ist bestimmt auch ganz interessant. Tasty Paste. Metallblech. An und für sich gut, aber ich muss hier ständig durch die Detektoren, das ist schlecht wiederum. Oh, die schmutzige Kleidung bringt euch, glaube ich, ich weiß nicht, ob man die auch einfach so bleichen kann. Ach komm, ich brauche Pfeilen. Dim, 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 dim. Oh, 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 oh. Gut, Glück gehabt. Braucht doch nur ein paar Pfeilen und vielleicht noch ein bisschen Panzertape. Danke. Die nehme ich auch gleich mit. War ich nicht. Noch eine Pfeile und ein bisschen Panzertape? Nee, beides nicht. Terrell. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen auf die Kameras oben achten. Verpetzen mich nämlich auch. Ist aber manchmal echt gemein, wenn du dich einfach mal in der Zelle isst. Abendessen. Einen brüchigen Schneider haben wir schon mal, das ist gut. Vielleicht kriege ich auch noch eine Zaunattrappe zusammen. Ich habe jetzt aber nicht auf Draht geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte mir noch ein paar Messer mitnehmen, wenn ich so drüber nachdenke. Die schneiden bestimmt auch ein bisschen was, sind aber nicht so super. Nur für den Fall der Fälle. Ich könnte die als Waffe verwenden. Eine Suppe ist ein Haar. Er hätte ein Kissen als Waffe, also bitte. Kein Wunder, dass du verprügelt wurdest. Oh, ich brauche auch noch eine Bettpuppe, fällt mir gerade ein. Muss ich mir da noch ein bisschen was rumklammern? Aufgang. Oh, Mist, ist er aufgewacht. Eins, zwei, immer vor. Ich lieb das Marine Corps. Den Tag heute will ich gerne nochmal so verbringen, aus dem Grund, weil sonst... da habe ich wenigstens alles gespeichert, was ich bisher hatte. Die Bettpuppe mache ich dann trotzdem noch. Ein Glück habe ich heute schon kurz gemacht. Ich bräuchte noch einmal Draht. Ach, sind auch überall Kameras, sehe ich gerade. Das ist ja auch bescheiden. So, was hast du denn? Panzertape, was ich hier garantiert nicht kaufen werde. Jetzt gibt's aufs Maul. Hä? Und zwei übereinander. Auch nichts Nützliches, zumindest aktuell nicht. Nee. Oh, hey, hör auf zu reden, ich sehe nichts. MD hat man schon. Gehen wir auf die Zellen hier unten los. Vielleicht finde ich ja da noch ein bisschen. Brauch Panzertape und. Panzertape und nochmal
eine Pfeile. Sieht aber schlecht aus heute. Ich meine, ich hätte das Panzertape gern gekauft. Oh, ich würde dem Typen so gerne jetzt eine heiße Schokolade ins Gesicht schmeißen. Au! Ja, ich bin ja schon weg. Der ist ein bisschen schneller, das ist ein Problem. Wieder MD, oder? Ach, der hat das Panzertape. Sieht zwar blank, aber es ist ja egal. Zahnseide. Ne, Draht meine ich. Ich könnte eine Zaunattrappe machen. Die könnte ich vielleicht gebrauchen, wenn ich abhaue. Das brauche ich überhaupt nicht mehr. Die Schlaftabletten sollte ich halt mal abgeben. Magazin, ja, das mag bestimmt jemand, wenn ich ihm das gebe. Es fehlt mir noch eine Pfeile. Jetzt haben die ja unten eine. Ah, die prügeln sich noch, super. Ja, super. Wem sollte ich denn die eigentlich geben? Walt. Ich habe keine Ahnung, wer Walt ist. Walt. So ein Zufall. Gerne gemacht. Bringt mir Pfeilen. Das Ärgerliche ist, manchmal haben die halt Pfeilen und ich brauche sie dann nicht und jetzt brauche ich sie halt wieder. Ah, ich hatte einen perfekten Schneider und der ist im Klo runtergespült worden, wie auch immer das geht. Ist das eigentlich ein lila Schlüssel? Wo ist denn der andere Schlüssel? Ach da. Oder ist der Schlüssel von ganz außen? Ich kann es euch nicht sagen, ob das der Schlüssel ist, um ganz rauszukommen. Wäre natürlich auch echt super. Nimm mal den mit und lass das hier. Okay, die Schlüssel muss ich mitnehmen und ja, zur Not spüle ich das Klebeband einfach runter. Wenn ich ehrlich bin. Mein Nachbar wird das nicht stören. Er schläft gern so. So, mal sehen, was die jetzt sagen. Vielleicht soll ich vorsichtshalber mal alles Verbotene so mitnehmen. Das letzte. Sieht alles legal aus. Natürlich der Schlüssel nicht. Den sollte ich vielleicht mitnehmen. Sonst Problem. Nein! So. Alles noch okay? Ja. Ja, ja, alles gut, alles gut. Oh, es ist schon recht witzig hier. Vor allem sind die Clowns hier besonders toll. Die in den blauen Anzügen. Die mag ich am liebsten. Die Todesdrohnen-Sender. Habt ihr euch in den Ohren gewaschen? Nie. Da ist schon 3 Kilo Dreck dran. Ihr habt ein hohes Gefängnis direkt das rumgemacht. Wie oft müssen wir es noch sagen? Nachtruhe. Das müssen wir uns ganz oft sagen. Okay, er hat's mitgenommen. Sonst nichts. Heute würde ich gerne fliehen. Ich werde es versuchen. Logan. Panzertape von mir aus. Ross. Panzertape, schade. Das ist wirklich immer random. Ist das Zeug jetzt eigentlich... Ach nein, ich hab's auch runtergespielt, richtig.
Ich war nicht dabei. Ja, ein bisschen. Ich suche immer in der Zwischenzeit. Offenbar seid ihr auch nicht sehr helle, also Idioten ist schon ein bisschen gerechtfertigt. Wenn ich ehrlich bin. Ich klaue hier nebenbei, während ihr hier mit uns redet. Oh, jetzt hat die Kamera gesehen. So. Eine Pfeile wären echt praktisch heute. Jetzt hole ich mir mal Brotmesser nochmal eins. Erinnert mich an Hundefutter. Wir hatten bei der Bundeswehr sowas, was hat wie Katzenfutter gerochen. Hat aber echt gut geschmeckt. Ich meine, Katzenfutter kann jetzt auch nicht so schlimm sein, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nö, ist meins. Okay, machen wir es mal meinen Job. Nehme ich hier einfach einen Mob raus. Den schmeiße ich dann später weg. Ist doch egal, ich habe einen auf Halde. Ich musste ja auch nie rein. Das Gefängnis vorher hat mir echt super gefallen. Ich konnte die ganze Zeit mit verbotenen Gegenständen rumlaufen und... Ich musste halt nie durch irgendwelche Schranken durch, das war super. Wie lange sind wir eigentlich schon hier? Tag 11. Ja, wir hätten schon weiter sein können, wenn das nicht so blöd gelaufen wäre jetzt, dass unser Zeug runtergespült würde durch irgendwas. Das sieht immer so, manche sehen dunkel aus, sind aber auch mit einmal weg. Oh, der aber nicht. Der wird geprügelt. Ich will wissen, wo. Sehr gut. Doch nicht so gut. Ob die uns auch abziehen, wenn wir am Boden liegen? Ich glaube, ich muss nochmal. Das Arbeitspensum ist noch nicht erfüllt. Ah, oh, doch. Ein Löffel, was für ein Blödsinn. Ist eigentlich auch schon verboten, im Gefängnis zu besitzen. Trotzdem dürfen wir bestimmte Sachen einfach haben. Ich denke mal, das letzte Gefängnis wird echt richtig übel. Das ist einfach nur übel, weil es mehrere, sicher, immer mehr Vorsichtsmaßnahmen hat, aber an und für sich. Ich dachte, in den Gefängnissen sind unterschiedliche Sachen dann einfach verboten. Das wäre natürlich auch nochmal eine richtige Herausforderung, wenn bestimmt, wenn einfach dann in irgendeinem Gefängnis fast alles verboten ist oder wirklich alles. Ja, ich gehe ja schon. Unbenutzter Schreibtisch und trotzdem liegt da immer anderes Zeug drin. Ich denke mal, die anderen Häftlinge packen hier ständig Zeug rein. Komm schon, ich will eine Pfeile. Oh, 44% aufgefallen. Das ist nicht so gut. Ich will eine blöde Pfeile haben. Komm, Tasty, du hast bestimmt was. Natürlich wieder nicht. Muss auch wieder die Bettpuppe bauen. Und heute versuchen wir zu fliehen. Vielleicht klappt das ja schon. Ich will ungern mit dem Buttermesser fliehen, wenn ich ehrlich bin. Das Ding kann ich eigentlich wegschmeißen jetzt. Songs about Bruce. Max hat wieder nichts für uns. Ich nicke, wenn ihr sprechen dürft. Wenn ihr gut, wir werden gut dafür bezahlt, euch auf Linie zu halten. Was, Mad Max, Hits the Road? Da fehlt doch irgendwo einer. Okay, die gute Toilettenschokolade jetzt. Ja.